Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Ball Z Kakarot. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen vorbereitet als Son Gohan auf die Cells-Spiele. Oh, hier ist was, was ich übersehen habe und jetzt sollen wir halt die Dragon Balls suchen. Aber erst einmal möchte ich gucken, was das für eine Erinnerung ist. Son Goku kann Dämonenkönig Piccolo im Kampf besiegen, Shenlong ist aber immer noch fort. Um Krillin und die anderen von Dämonenkönig getöteten Personen wieder zurückzuholen, muss Son Goku zuerst Shenlong wieder erwecken. Er begibt sich zu Gott, dem Erschaffer der Dragon Balls, in der Hoffnung, dass er etwas tun kann. Gott wohnt weit oberhalb des Meister Quitte-Turms und trifft nur diejenigen, die eine Erlaubnis von Meister Quitte erhalten und seine Glocke mitbringen. Mit der Glocke in der Hand benutzt Son Goku den Kraftstab, um das Versteck von Gott zu erreichen. Aha, wir haben sogar was bekommen. この鈴なんか見覚えがあんだよな。神。Ja, na gut, dann wollen wir mal die Dragon Balls suchen. Die Dragon Balls. Also, okay. Also, dann werden wir wohl die Dragon Balls jetzt einmal suchen. Eine Nebenaufgabe wartet auf uns auch noch, glaube ich. Dann wollen wir mal schauen. Vielleicht können wir uns jetzt sogar was selber wünschen oder vielleicht ist es für die Quest irgendwie jetzt wichtig. Keine Ahnung. Das werden wir gleich herausfinden. Erstmal alle zusammen kratzen, die wir zusammen finden können. Naja, alle sieben müssen wir erfinden. Zwei haben wir schon zum Glück. Oh, geil. Ein paar haben wir schon ausgeschaltet direkt. Auch nicht verkehrt. Okay, das war nicht gut. Ich glaube, wir sollten erstmal diese Erholungsdrohnen wieder fertig machen. Die sind ja mal. Die sind ja mal nervig, aber ich mach mal jetzt schnell den fertig. Ja, mal gucken, ob wir das schaffen. Ja. Jetzt bringen auch die Erholungsdrohnen nichts. Oh, doch, da ist noch so einer. Oh, Super Kamehameha. Sehr gut. Das war's. Der Rest ist easy. Diese Drohnen sind wirklich gar kein Problem. Auch das. Ja, genau, diese Unterstützungsdrohne. Easy. So, wo sind denn die Dragon Ball? Jetzt, wo ist denn der? Da. Da ist das Dragon Ball. Da unten. Drei Sterne Dragon Ball. So, dann haben wir hier noch eine Nebenaufgabe, die machen wir gleich. Wir suchen erstmal alle Dragon Balls und dann machen wir die Nebenaufgabe gleich fertig. So. Ah, hier habe ich was markiert, das muss ich mal wegmachen. Genau, hier müssen wir hin. Wir müssen hier hinfliegen. Bin ich auf dem richtigen Wege? Ja, wir müssen so jetzt durchfliegen. Und da müssen wir mal dran denken. Ich vergiss das immer die ganze Zeit, dass wir mit Son Gohan ein paar neue Fähigkeiten lernen. Na? Solange wir noch können, wenn wir nachher bei den Cell Games gegen Cell antreten, könnte uns das leid tun, dass wir keine Fähigkeiten gelernt haben. Na? Beziehungsweise die nicht verbessert haben. Das reicht ja schon, wenn wir die verbessern. Na? Dann sind wir wenigstens ein bisschen stärker. Unter Wasser jetzt oder wo ist das? Ganz unten, wa? Oh, wir müssen aufpassen wegen unserer Atemleiste. So. Da ist es das. Goku nicht so schnell, Goku nicht so schnell. Das müsste es sein, ne? Ja. Diesen Sound-Ding kann man einfach nicht überhören. So, jetzt einmal raus hier. Geht das nicht schneller irgendwie? Ja, so. So, das war Dragon Ball Nummer 1, also von den Sternen jetzt her. Der nächste ist hier unten, Luca Dorf. Den holen wir uns auch einmal schnell.
Das geht aber fix mit den Dragon Balls. So. Nochmal gucken. Genau. Da ja. Okay, wir können so weiterfliegen. Beim Turm, da ist das. Auf der Karte wurde auch dieser Turm angezeigt. Also muss es ja hier sein. Beim Turm da. Ja, und dann bin ich mal gespannt, ob wir uns selber was wünschen dürfen oder ob das irgendwie für die Quest so ist, dass man irgendwie erstmal das finden muss und dann die Story weitergeht. Also die Story wird eh nur weitergehen, wenn wir die Dragon Balls haben, aber ob wir denn danach uns selber was wünschen oder ob das nachher irgendwas zu bedeuten hat gleich. Da zerstören wir einmal. Irgendwo hier soll ja der Dragon Ball sein. Da. Der war hier. Oh. Okay, die machen wir mal fertig. Erholungsroboter. Wo sind diese Erholungsroboter? Angriffsroboter. Da. Unterstützungsroboter. Machen wir einmal schnell fertig. Können wir die leichter erledigen? Okay, warte, warte, warte. Ich muss mich einmal boosten. Können wir jetzt? Jetzt geht's rund. Das war Nummer 1. Easy. Super Kamehameha. Oh, schade. Kamen die Raketen gerade angeflogen. Super Kamehameha. Da liegt der Dragon Ball. Wie geil ist das denn? Dieser Dragon Ball liegt einfach während des Kampfes auch auf dem Boden. Finde ich ja mal cool. Sehr schön. Ja, Goku, die sind halt kein Gegner für dich, ne? So, da ist der Dragon Ball. Nummer 4. 4 Sterne Dragon Ball. Da freut sich natürlich Goku besonders. Das ist ja ein besonderes Dragon Ball. Ein besonderer für ihn. Lakodorf nochmal. Ich glaube, das ist der vorletzte, ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Ich habe nicht gezählt, aber. Ja, ist der vorletzte. So, wie weit ist der weg? Oh, okay, das ist nicht so weit, das geht noch. Genau, wir fliegen richtig, ne? Ein bisschen noch drehen, so, ja. Alles klar. Finde ich richtig geil, als Super Saiyajin so durch die freie Welt zu fliegen. Richtig sexy, Leute, sexy. Diese Frau, anscheinend habe ich mich geirrt. Die C21 oder C22 war das, glaube ich, die Frau von Dr. Gero. Haben wir ja bei Dragon Ball FighterZ herausgefunden, dass das die Frau von Dr. Gero ist. Und die ist auch immer irgendwie, immer auf irgendeiner Map, ne? Vorhin auch, wo wir auf der anderen Map waren. So, sammeln wir das mal auf. Hey, Dragon Ball, wo bist du? Da. Wir haben's. Das war der 6-Sterne Dragon Ball. Der letzte, Leute. Der letzte, der ist hier Blake Sumpf. So, und dann machen wir die Nebenaufgabe und dann geben wir die Dragon Balls mal ab. Mal gucken, ob wir die abgeben und dann die Quest weitergeht oder ob das gleich einfach weitergeht. Ich weiß das nicht. So, der ist auch nicht weit. Der ist gleich hier. Und somit haben wir alle Dragon Balls dann auch gleich beisammen. Ist der wieder in der Höhle hier drin oder hier irgendwo? Der ist bestimmt wieder hier drauf, ne? Okay. Wo ist der denn?
ist er wieder im Baum drinne. Moment. Ja, der ist wieder irgendwo hier drin, glaube ich, ne? Moment. Ich glaube, hier war noch so ein Eingang, ne? Oh, jetzt haben wir so ein Ding hier ausgelöst. Das wollte ich ja eigentlich nicht. So, Moment. Hier unten war doch noch so eine Höhle, meine ich. Genau, hier, ja. Der letzte 5-Sterne-Dragon-Ball. Das finde ich stark und sehr gut. So haben wir einen Plan, falls etwas schief geht. Okay. Oh, hätte ich doch bloß die Nebenaufgabe als erster gemacht. Jetzt müssen wir doch, sind wir sofort zurück irgendwie. Oh, Dende Community Seelenabzeichen. Wir können die ja mal benutzen. Die Community Seelenabzeichen. Wir haben ja noch hier C16 haben wir auch in der letzten Folge noch nicht platziert. Und wollen wir das mal so machen? Mit wem ist er denn gut? Mit dem Achti hier. Okay, mit dem Achti ist er gut. Und dann Dende. Dende ist hier. Er ist bestimmt Götterbord, ne? Ja, hier ist die 18, Leute. 18. 10 beim Kochen, 18 hier. Mit wem ist er denn so gut? Mit Piccolo wäre er gut. Mit Namen Oberältesten. Mit Oberältesten. Mensch, komm, dann Oberältesten. Gibt's hier leider nicht. Gibt's hier leider nicht. Naja, gut, dann platzieren wir ihn erst einmal so. Haben wir jetzt wieder was verbessert bekommen hier. Gut, ich glaube, wir haben alle platziert. Dann würde ich sagen, machen wir einmal die Nebenaufgabe und dann mache ich hier in der Story weiter. Ich will jetzt hier nichts verpassen. Deswegen möchte ich einmal die Nebenaufgabe hier erledigen. Und dann gehen wir gleich zu Dende zurück. So, was gibt es hier was zu tun? Da ist es schon wieder. Diese C22, C21, ich weiß nicht. Die Frau von Dr. Gero, ich weiß nicht, die ist immer irgendwo. Ich kann ja mal gucken, ob die was hat. Nö, nix. Nix Besonderes. Oh, hier, meine Quitte ist hier unten. Oh, das ist ja mal was ganz Neues. Was hat er denn für uns? Meister Quitte, was machst du? Ach, verstehe, du bist ein Super Saiyan. Ich habe dich nicht gleich erkannt. Ja, tut mir leid, ich hatte vergessen, dass ich als Super Saiyan ganz anders aussehe. Dein Äußeres mag anders aussehen, aber innen drin bist du immer noch Son Goku. Also, was ist los? Steckst du in Schwierigkeiten? Nein, eigentlich nicht. Ich könnte aber deine Hilfe gebrauchen. Was gibt's denn? Ich möchte leckere Pilztee brauen, aber ich habe wohl keine frische Pilze mehr. Dein Lehrer Muten Roshi zog früher immer für mich los, um sie zu sammeln. Muten Roshi, wirklich? Ist ewig her, dass er das gemacht hat. Es gibt da eine Höhle, wo sie wachsen. Die Gegend um die Höhle hat sich kaum verändert, also ist sie bestimmt noch da. Ja, wir machen mal weiter. Das ist wohl so eine Suchaufgabe wieder. Der Animalen zwischen. Was? Ich konnte nicht mehr ganz zu Ende lesen. Ganz komisches Wort. Okay, irgendeine Höhle. Irgendeine Höhle? Hier wird nichts angezeigt. Vielleicht ganz woanders? Zellspiel-Arena, da können wir auch hin. Oh, will ich da überhaupt hin? Oh, Leute, will ich da überhaupt hin, ist die Frage. Naja, aber guck mal. Wir gucken mal, da ist so eine Aufgabe, die wir machen können. Mal gucken. Vielleicht ist ja auch da diese Sachen, die wir brauchen. Können wir eigentlich Cell einen Besuch abstatten? Wir können ja mal gleich gucken, ob wir ihn irgendwie besuchen können. Vielleicht sitzt der oder steht einfach die ganze Zeit nur rum und wartet. So. Ach so, hier ist die Höhle, ne? Wir müssen irgendwie hier rein. Genau, ja. Oh, das sieht nach einem Kampf aus, oder? Kann ich hier nicht... Hä? Kann hier nicht vorbei. Lass mich durch. Okay. Da müssen wir wohl erstmal mit dem reden.
Komm nicht näher, wir trauen Menschen nicht. Okay, es geht los. Wir müssen wohl kämpfen. Ich mach mal schnell weiter. Weiß nicht, was sie für ein Problem haben, aber ich schätze, mit einem Menschen reden sie nicht, obwohl ich keiner bin. Aber ich will sie hier nicht so zurücklassen. Meister Quitte kann ich auch nicht herbringen. Der ist viel zu alt dafür. Ich frag besser Oolong. Mal sehen, ob Oolong. Oolong. Oh Mann, Goku, du bist ein Super Saiyan. Du kannst sie auch so schnell durchmarschieren, da Mensch. Oi, oi. Komm schon an. Oolong klärt das. Für irgendwas muss der Typ ja auch nützlich sein, Leute. Ich mach mal schnell weiter, Leute. Das waren wohl mal Menschen, okay? Wir wollten zu Tiermenschen werden, also haben wir Ani Formalien genommen. Jetzt gibt es keinen zurück. Ja, und jetzt, wo Animorphalien nicht mehr in ist, sieht man keinen Tiermenschen mehr. Wenn wir so zurückgehen, machen wir uns zum Gespött der ganzen Stadt. Jetzt verstehe ich auch, warum es überhaupt so menschliche Tiermenschen gibt bei Dragon Ball. Die haben da irgendwas gegessen wohl. Das erklärt auch, warum Meister Quitte eine Katze ist. Okay, wir sollen sie wieder normal machen. Mach mal schnell weiter. Der ist wirklich mal böse, der Oolong. Ne? Der ist so, Eier, Eier. So, wollen wir mal gucken. Son Goku brachte Oolong zurück zur westlichen Hauptstadt. Dass du einfach wegwerfen kannst. Hey, sag nicht sowas. Du bist immer noch genau wie immer. Erst ziehst du anderen dein Problem hinein und dann tust du, als wäre das alles kein Problem. Ich mach mal ein bisschen weiter, Leute. Ja. Mal gucken, ob Bulma uns helfen kann. Wo ist denn Bulma? In ihrem Labor bestimmt, ne? Oh, falsche Seite. Da ist diese Frau schon wieder. Die ist auch immer überall auf der Map, ne? Ach, wir können ja auch was bauen übrigens. Müssen wir uns mal eine Zeit irgendwann damit mal beschäftigen. Okay, wir machen mal schnell weiter. Ich werde ihm nicht helfen. Ah, okay. Er wird uns wohl nicht helfen. Deswegen, weil er uns vernichten muss. Na schön, Son Goku, geh mal spazieren. Vielleicht sagt er es mir, wenn du weg bist. Was? So besser? Viel besser, ich schulde dir etwas, also werde ich es dir sagen. Gut, Son Goku, weg, also immer raus damit. Laut meinen Datenbank hat die Red Ribbon Army minderwertiges Animformalien verkauft, um ihre Finanzen zu sichern. Das könnte der Grund sein. Ach wirklich, glaubst du, sie haben das immer noch irgendwo gelagert? Ja, machen wir mal weiter. Okay. So sieht es also aus. Tut mir leid, diese Tiermenschen müssen wohl auf Hilfe von oben hoffen. Von oben, das wird nicht. Moment, warte. Okay, mal gucken, ob Mr. Popo helfen kann. Die wollen ja den Menschen da helfen, ne? Den Tiermenschen. Oh, was ist denn zum Goku? Nein, machen wir weiter. Wahrscheinlich kenne ich ein Gegengift, das die Wirkung einer jeden Substanz aufhebt. Aber ich brauche ein paar besondere Zutaten und jemand muss mir dabei helfen, das Gegenmittel zusammenzubrauen. Okay. Oh, jetzt müssen wir das erstmal alles finden. Haben wir da schon ein paar Sachen oder müssen wir jetzt alle... Goldgazelle-Geweih. Okay, wir brauchen eine Sache. Eine Sache brauchen wir. Da wäre Goldgazelle. Wo finden wir das denn? Aus einem Schatz mehr Gegenstände auf einmal. Zeit für Schatzsuche. Okay. Vielleicht hier unten? Wir können ja mal kurz mit dem schnacken. Vielleicht gibt er uns ja einen Tipp. Aha. Die fleischigen Flauschen findest du zwischen den Algen. Das Geweih der goldenen Gazelle könnte allerdings problematisch sein. Goldene Gazellen sind ab und zu in der östlichen Schlucht auf dem südöstlichen Insel der mittleren Ebenen. Okay, um der Mitte des Kontinents anzutreffen. Du brauchst dazu etwas Glück, aber ich bin sicher, dass du das Geweih schon finden wirst. Okay. Östliche Schlucht. Ich denke mal an mein Tier, ne?
oder? In der Mitte des Kontinents, sagt er. Ich würde mal sagen, wir gucken mal hier in der Ödnis. Erstmal ganz kurz so ein bisschen überfliegen alles. Oh, jetzt müssen wir so einen goldenen Geweih finden. Mensch, das wird gar nicht leicht. Das wird, glaube ich, gar nicht leicht, Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich suchen soll, ganz ehrlich. Goldene Tiere. Das wird echt nicht leicht. Eine Schlucht. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Karte? Bin ich überhaupt auf der richtigen Karte? Das weiß ich ja noch nicht mal. Wo sind denn die Gazellen, Mensch? Ich glaube, das wird gar nicht so leicht, Leute. Goldene Gazellen. Also ich weiß, wo es Gazellen gibt. Fällt mir gerade mal so ein. Aber das ist nicht östlich, das ist eher nördlich. Vielleicht hier im Dschungel? Ich guck noch mal kurz ein bisschen hier rein überall. Und dann werde ich sonst zu der Stelle fliegen, was ich selber vermute, wo das sein könnte. Gazelle. Ich glaube, ich fliege mal dahin, wo ich es vermute. Hier oben. Hier waren doch auch viele goldene Tiere. Ich meine, es könnte hier einer sein. Hoffen wir zumindest. Hoffen wir mal, dass wir das hier finden. Irgendwelche Tiere werden ja wohl hier sein. Da! Sind schon mal das Gazellen. Rentierfleisch, Premium, okay. Okay, das sind Rentiere. Das ist wohl nicht der richtige Ort. Ich meine, bei Gokus Haus, ne? Wollen wir bei Yamchus versteckt? Lakudorf. Gokus Haus, komm, wir gucken mal. Im Gokus Bereich. Ich meine, da waren auf jeden Fall Gazellen. Schauen wir mal. Also leicht wird das, glaube ich, nicht. So. Was ist denn hier? Das habe ich ja voll übersehen hier. Die Medaille, okay. Es lohnt sich ja doch ein bisschen hier alles zu durchsuchen. Wie ihr immer wieder merkt hier. Gazellen. Mensch, wo gibt es denn hier Gazellen? Ich und Suchaufgaben, Leute. Das ist keine gute Kombo. Hier ist gar nichts, ne? Hier waren doch überall mal Gazellen, oder? Das war der Startpunkt, wo wir zum ersten Mal Rainbow Sea Kakarot gespielt haben. Ich glaube, ich vertausche hier was. Warte mal. Also, hier steht, hierhin gehen Blacksumpf in mittlerer Ebene. Mittel. Südöstliche Gebirge. Südöstlich. Östlicher Schluchtbereich. Aha. Östlicher Schluchtbereich. Im östlichen Bereich hat er gesagt, Schluchtbereich soll das sein. So viel kann ich mich noch dran erinnern. Also wird es wohl irgendwo hier was sein. Wir waren schon nah dran mit Gokus Haus, aber es ist wohl eher hier dann. Ich sammle mal hier die Sachen auf. Was wir finden können, nehmen wir mit natürlich. Oh, hier ist was.
Son Goku, Bulma und Oolong gehen in die Stadt, um Treibstoff, andere Kleidung und weitere Vorräte zu besorgen. Allerdings scheint bei ihnen, bei ihrem Eintreffen irgendetwas nicht zu stimmen. Die Stadtbewohner fürchten sich vor Bulmas Häschen-Outfit, da sie fälschlicherweise für Mitglied der Hasenmafia halten, die die Stadt terrorisieren. Ja, Leute, das war damals Zeit bei Dragon Ball. Son Goku macht kurzen Prozess mit dem einfachen Schläger an der Mafia, allerdings rufen sie ihren Anführer, das Karottenmonster. Der Anführer der Hasenmafia benutzt eine spezielle Kraft, um Bulma in eine Karotte zu verwandeln. Ach, Leute, das war witzig mit diesem Hasengang. Ich habe das gar nicht mehr im Kopf, wie das genau ablief, aber ist auch schon ewig her. Ist wirklich schon ewig her, wo ich das geguckt habe. Mit Dragon Ball. Also den normalen Dragon Ball ohne Z. So, wo sind denn jetzt die Gazellen? Guck mal, hier sind goldene Tiere. Ich denke mal hier. Hier könnte es sein. Schauen wir mal da lang. Also ich glaube, wir sind schon auf der richtigen Map. Aber ganz sicher bin ich mir immer noch nicht. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Hier sind schon mal die goldenen Tiere. So, jetzt ist nur die, oder beziehungsweise Tiere allgemein. Nun ist nur die Frage, ob die Gazellen auch mitgezählt werden hier. Also für diese, an dieser Anzeige, ob die mit reingezählt werden. Dinosaurier auf jeden Fall. Was ist denn mit den Gazellen? Wo finden wir die? Leute, ich würde sonst sagen, ich mache hier kurz einen Cut. Ich suche das, versuche das zu finden. Und wenn ich das dann gefunden habe, schalte ich wieder ein. Weil das dauert ja sonst ewig, ne, bis wir das finden. Würde ich als Vorschlag jetzt mal so bringen. Ja? Ich glaube, ihr wollt mich hier beim ganzen Zeitsuchen jetzt nicht beobachten. Also, bis gleich, Leute. Ja, und da sind wir auch wieder zurück, Leute. Ich war bei der ersten, beim ersten Versuch schon eigentlich richtig auf der Spur. Denn es ist hier, falls ihr das selber mal sucht. Black Sumpf. Ihr müsst zum Black Sumpf gehen. Ja. Und dann ungefähr... Moment, ich zeige euch das mal einmal. Kann ich hier nicht so rauskommen, Mensch? Oh, jetzt bin ich... Oh, ne, jetzt bin ich komplett am Anfang. Also, wir müssen hier hinfliegen. Ich markiere euch das mal hier. Ungefähr hier. Ich fliege da mal hin und dann zeige ich euch das mal. Da finden wir den Goldgazelle-Geweih. Und der Typ redet auch. Da steht das. Premium goldene Gazelle-Fleisch. Also das ist auch ein guter Tipp. Hier ist es. Auf der Karte nochmal gezeigt. Hier. Merkt euch das, Leute, und dann findet ihr das auch. Also ich habe es noch nicht gefunden, aber wir werden mal gucken, dass wir eins kriegen. Oh, jetzt kommen die Gegner, ne? Bin ich überhaupt richtig? Ich glaube nicht. Warte mal. Goldene Gazellen. Premium Gazellenfleisch. Genau hier. Hier ist da. Da sind die Gazellen, Leute. Da ist auch ein goldener. Sehr gut. So, jetzt haben wir den aber. Haben wir das? Ne, haben wir noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen weiter farmen. Das müssen wir jetzt die ganze Zeit so machen, bis wir die goldenen Gazelle-Geweih finden. Premium, goldene Gazellenfleisch. Ja. Leider hilft uns das gerade gar nicht. Wo gibt es hier noch Gazellen? Da ist noch was, oder? Ach, da liegt noch was, okay. Jetzt weiß ich nicht, wie lange die brauchen zum Spawn. Ach, da hinten ist noch was. Was ist das da hinten? Ah, da sind auch noch ein paar Gazellen. Sehr gut. Kein goldener. Fangen wir die alle mal.
wo sind denn die? Da ist noch einer. Der ist auch nicht golden. Oh. Ja, so ein bisschen muss man es versuchen, Leute, bis man das findet. Ein bisschen müssen wir doch schon farmen. Hier soll es irgendwo was geben. Ich weiß halt nicht, wie schnell die nachspawnen, ne? Würde es was bringen, wenn ich hier neu spawne? Also, dass man sagt, ich verlasse dieses Gebiet und komme gleich wieder? Würde das was bringen? Oh, jetzt kommen die Gegner. Oh nein, die kommen, die kommen. Hier müssen auch irgendwo mehr Gazellen sein. So wenige, das kann ja wohl nicht wahr sein. Warte mal. Da ist was. Nimm das mal kurz mit. Mensch, wir haben so viel. Ach, da! Eine Gazelle, aber das ist keine goldene. Mensch, wo seid ihr denn? Oh, jetzt haben wir erstmal Gegner. Die machen wir schon mal fertig. Sollen wir uns mal boosten, Leute? Ich glaube, das wäre mal eine Idee. Jetzt machen wir die schnell fertig. Boah, dass er sich dagegen verteidigen kann, ne? Wahnsinn. Boah, diese Erholungsroboter gehen mir so auf den Sack immer. Wo seid ihr, Erholungsroboter? So, wenigstens haben wir einen Pflanzenmann schon down. Nummer 2. Da ist die Erholungsdrohne. Volltreffer. Er hat uns aber auch noch getroffen. Jetzt haben wir ihn. So, wo sind die Gazellen? Ach, da sind wieder welche gespawnt. Ich glaube, das war gar nicht so verkehrt, dass wir gekämpft haben. C16 würde das gar nicht gerne sehen, glaube ich. Wenn wir einfach die Tiere hier ausrotten. So. Wo sind hier noch Gazellen? Da sind schon mal ein paar, aber es sind keine goldenen. Oh Mann, ich mach die trotzdem kalt, damit welche neu spawnen. So. Ja Leute, man muss halt ein bisschen so suchen, ne? Ist halt eine Sucharbeit hier. Beziehungsweise auch ein bisschen mit Glück verbunden. Dass man auch die Gazellen findet, die man braucht, ne? Leute, sonst mache ich hier noch mal einen Cut. Ich suche echt mal jetzt eine goldene Gazelle. Und dann, wenn ich eine habe, oder wenn ich das Item habe, was wir brauchen, dann komme ich wieder zurück. Bis gleich. Ja, Leute, und da sind wir auch wieder zurück. Ihr seht, da sind die Gazellen. Leute, ich suche schon gefühlt seit einer Stunde nach einer Lösung. Ja, ich habe jetzt einen guten Tipp für euch herausfinden können. Also, wir fangen jetzt diese Gazellen und wenn wir das Item nicht bekommen, was wir bekommen wollen, also dieses goldene Geweih, dann laden wir das Spiel einfach neu nach. Guck mal, jetzt haben wir das. Wir haben's. Wir haben's. Genau. Ich zeig's doch mal auf der Map, wo wir uns befinden. Genau. Hier sind wir. Also hier in der Gegend müssen wir das suchen. Falls jemand das nochmal herausfinden möchte, kann er das Video gerne als ein Guide benutzen. Genau. Also, wo ist dieser Typ? Ich zeig's euch nochmal ganz genau, damit ihr das... den gleichen Fehler nicht wie ich mache. Ihr müsst diesen Typen finden. Das ist auf der Map hier bei Blake Sumpf. Ganz wichtig, Blake Sumpf, ja. Blake Sumpf ist hier. Ich zeige es euch nochmal, damit ihr es genau habt. Hier Blake Sumpf. Und dann, wenn ihr hier seid, da sind schon die ersten Gazellen.
würde ich euch empfehlen, hier das Spiel zu speichern. Ihr speichert das Spiel und dann ist da mal eine goldene Gazelle dazwischen. Einer zumindest, zwischen der ganzen Herde. Und dann, wenn ihr das Item nicht bekommt, ladet ihr den Spielstand wieder neu. Und das geht die ganze Zeit so weiter. Bis ihr das Item kriegt, ladet ihr den Spielstand immer neu und dann habt ihr das. Ja. Das hat jetzt bei mir eine Stunde gedauert, um diese Aufgabe zu erledigen. Und ich muss euch ehrlich sagen, das war sehr anstrengend. Aber wir haben es. Wir haben es. Jetzt gebe ich das Item einmal ab. Und dann haben wir die XP mitgenommen. Ich war schon kurz davor aufzugeben, ganz ehrlich. Es war schon wirklich sehr nervig. Aber wir haben es. So, alle Gegenstände abgegeben. Dann kommt jetzt Bulma. Genau, da hätte ich mal dran denken sollen, dass man das Spiel einfach speichert und immer neu ladet, ne? Voll. Gegenmittel ist fertig. Seine Medizin. Okay. Damit haben wir alles für die Aufgabe auch erledigt. Ja, dann schauen wir mal, was dabei jetzt rauskommt. Son Goku ist zu den Teemenschen zurückgekehrt und hat ihnen das Gegengift gegeben. Boah, ich fasse es nicht. Wir sind wieder Menschen. Okay. Jetzt haben wir auch die Pilze bekommen für Meister Quitte. Ach, Olong soll mir auch. Olong soll auch was abkriegen. Nette Leute. Nette Leute, dass sie noch an Olong denken, aber der will ja so bleiben. Ne? Der kann sich in alles Mögliche verwandeln, der Kerl. Und jetzt sind wir bei Meister Quitte. Können wir auch gleich die magischen Bohnen ab mitnehmen, die jetzt wieder gereift sind. Damit haben wir die Aufgabe erledigt. Wirklich, das war echt eine Geburt, Leute. Das war echt eine Geburt, ey. Naja, wir haben es aber geschafft. Genau, die magischen Bohnen nehme ich noch mit. Vielleicht brauche ich für diesen unausstehlichen Yajirobe eine Portion Drecktee. Okay. Ich mache mal weiter. Okay, damit haben wir die Aufgabe tatsächlich jetzt abgeschlossen. Magischen Bohnen hat er ein paar da. Nee. Kriegen wir jetzt doch nicht. Okay, Leute, ich würde sagen, sonst erstmal, wir machen erstmal Feierabend. Wirklich, das war so anstrengend. Ich habe fast über eine Stunde diese goldene Gazelle-Geweih gesucht. Na, wir haben es aber gefunden. Ich werde das Video natürlich fertig machen. Ihr könnt euch das gerne als einen Guide anschauen. Und dann, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüssi.